Hallo zum Short-Review-Interview mit Sascha. Als Gast begrüße ich diesmal Synchronsprecher Dennis Schmidt-Voss, bekannt als deutsche Stimme von Chris Evans alias Captain America oder besonders als Ryan Reynolds. Da hat er ihn fast jeden Film synchronisiert und so hat er Deadpool auch in Deutsch seine markante Art verpasst. Das Interview fand auf der Comic-Con in Dortmund am 8.12.2019 statt. Welche Herausforderung als Synchronsprecher bedeutet es, jemanden wie Ryan Reynolds zu sprechen? Naja, unser Job ist es ja, also ich gucke mir das natürlich an, der macht das ja großartig, der Ryan Reynolds. Und mein Job ist es ja dann so gut wie möglich, das auf Deutsch nachzumachen. Und das scheint mir ganz gut zu gelingen, weil ich ja immer wieder gebucht werde auch. Also das ist die Herausforderung halt, einfach dafür zu sorgen, dass jetzt der Schauspieler, der es im Original spielt, dass der jetzt nicht im Deutschen an seiner Schauspielqualität verliert. Ist es schwer, die Sprechqualität zu halten? Ich denke, das gibt es bestimmt, ja. Ich probiere das wirklich an jedes Projekt neu ranzugehen und immer auch mit Herzblut zu sprechen. So eine richtige Routine ist es ja nicht. Man muss sich ja wahnsinnig konzentrieren und ich glaube, da mit der Routine würde man das ja nur runterleiern. Und das würde man ja dann auch schnell hören und dann würden wir keine Jobs mehr bekommen. Also ich glaube, die Gefahr ist nicht wirklich da. Wenn man jetzt bedenkt, die Vielseitigkeit, Filme, Hörspiele, Computerspiele, das sind ja tausend verschiedene Variationen. Mhm. Ist das noch Spaß oder ist das Arbeit so manchmal? Also bei mir ist es wirklich zu 95% wirklich Spaß an der Arbeit. Aber auch ich habe mal einen schlechten Tag oder auch ich habe mal vielleicht einen Film, der mich wahnsinnig anstrengt. Ich habe zum Beispiel letztens bei Suits mitgesprochen, sehr bekannte Anwaltsserie. Und ich muss wirklich sagen, ganz großen Respekt an die Kollegen, die da Hauptrollen sprechen. Es ist wirklich, Anwaltsserien ist mit das Schwerste. Es sind immer sehr lange Takes, es ist immer dieses Amtsdeutsch auch. Also ich fand es wahnsinnig anstrengend, diese Anwaltsserie zu sprechen. Und habe danach gesagt, Leute, war super, aber ich kann mein Geld leichter verdienen. Gerade wenn man Serien spricht oder auch solche Sachen, wie wichtig ist für dich Feedback, wenn du jetzt so von Fans hörst, Meinung über Übersetzung, über Darstellung, das verbessert man sich anhand sowas? Wenn man Ja, also ich hab den Faden verloren. Entschuldigung, war gerade kurz. Das Feedback. Achso, ja, na, wir kriegen ja relativ wenig Feedbacks, muss man ja mal ganz klar sagen. Wenn wir was lesen oder hören, ist es oft Kritik. Das ist auch nicht schlimm, das ist ja immer legitim. Ja? Man kann es nicht immer allen recht machen. Aber ich freue mich natürlich, wenn so wie hier, wo Leute auf mich zukommen und sagen, ich wollte mal einfach sagen, machst einen tollen Job, danke, dann freuen wir uns natürlich. Deswegen spreche ich auch mit dir, ja, einen tollen Job machst. Dankeschön. Und jetzt habe ich meinen Wagen gerade verloren. Also, weil synchron, ich bewundere das. Ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal ganz offline mit den ganzen Sachen, weil ich beschäftige mich mit Hörspielen und all das und ich finde, das ist eine faszinierende Sache und es wird viel zu sehr selten gewürdigt eigentlich, weil es wird übersehen. Ist das auch so, dass es dort zu bekannt? Ja, ich gebe dir recht. Also ich habe das gestern schon bei einem Interview gesagt. Es ist ja auch ein bisschen, wir stellen ja eine Illusion her. Wir gaukeln ja vor, dass Ryan Reynolds Deutsch spricht. Deswegen ist es, finde ich, auf der einen Seite ja richtig, dass man nicht weiß, ach, das ist Dennis Schmidt-Voss, der den jetzt spricht, weil Ryan Reynolds ist ja der Schauspieler und der Star. Aber natürlich würde ich auch gern mehr gewertschätzt werden dafür, was ich mache. Ja? Also das ist so ein zweiseitiges Ding. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir nicht berühmt sind. Ja. Also es ist so ein Zwei, klar freue ich mich, wenn die Leute sagen, Mensch, super, aber ich finde es auch okay, wenn man mich eben nicht kennt und dann nicht drüber nachdenkt, weil es ist letztendlich, soll es auch eine Illusion sein. Das ist das. Das heißt, früher waren mehr Freiheiten da, wenn man jetzt so die Rainer Brandt-Zeiten nimmt. Heute ist es sehr strikt nach dem, was die Amerikaner vorgeben. Findest du das auch so, dass man doch manchmal ein bisschen mehr Freiheiten in der Interpretation kriegen sollte? Also der Rainer Brandt hat ja zum Beispiel die Zwei, ist ja dieses berühmte Beispiel, und auch die Bud Spencer-Filme und auch viele, viele andere Filme, auch Filme wie Saturday Night Fever, ist komplett anders als das Original von den Texten her. Ich denke, das war so eine Phase, das war so eine Modewelle, die Leute fanden es lustig, haben darüber gelacht, haben sich darüber amüsiert. Ja? Ich glaube nicht, dass es im Moment funktioniert. Ja, das ist wie so, jeder Komiker auch seine Zeit hat. Die Hallerford-Filme, was haben wir gelacht? Heute würde die neue Generation sagen, was soll das? Also ich glaube, es ist auch immer ein Zeitgeist. Und im Moment sind wir halt sehr nah am Original im Synchron. Ich finde das persönlich gut. Aber vielleicht kommt auch mal wieder eine Phase, wo sich mal wieder Leute sagen, wir müssen mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Und
zuletzt nur die Frage, muss ja. ich stark verstellen, um zum Beispiel Ryan Reynolds zu sprechen? Ryan Reynolds spricht relativ hoch, das heißt, ich spreche ein bisschen höher als jetzt normal. Bei Deadpool umso mehr und muss mich ein bisschen verstellen, ja, ganz klar. Ja, dann danke ich dir herzlich. Sehr, sehr gerne. Entschuldigt übrigens, dass ich einige meiner Fragen übersynchronisieren musste. Es ging so schnell auf der Comic-Con, dass ich ganz vergaß, mir selbst das Mikrofon zuzuhalten, wenn ich Fragen stelle. Danke fürs Anschauen und mehr zu Film, Anime, Manga, Games, Comic, Hörspiel, Büchern und so weiter, das findet ihr alle auf www.shortreview.de. Man sieht sich, euer Sascha.